Hallo, ich bin Mike Schwenker von der Diepholzer Berufsmesse. Erstmalig fand die Diepholzer Berufsmesse auf dem Diepholzer Großmarktgelände statt, wo sie auch eigentlich dieses Jahr stattfinden sollte. Durch die Corona-Pandemie konnten wir natürlich diese Messe auch nicht absolvieren. Aber wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Ben Gondek von der Firma Neuromedia aus Köln programmieren wir zusammen die virtuelle Diepholzer Berufsmesse. Diese Berufsmesse ist nicht nur für Schüler und Studenten und zukünftige Auszubildende, sondern auch für alle anderen, die in ihrem Karriereleben dementsprechend sich nochmal neu orientieren möchten. Das geht weiterhin von den Fachkräften bis hin zu den Minijoblern. Ja, warum legen wir jetzt die Diepholzer Berufsmesse als virtuelle Berufsmesse ab? Wir haben uns überlegt, dass wir weiterhin eine Plattform benötigen, wo sich Unternehmen sowie Schüler treffen können und ohne großen Komplikationen sich weitere Informationen und Austausch gewährleistet ist. Diese Plattform ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr wichtig, da es ja auch nach der Corona-Pandemie immer weiter geht im beruflichen Leben. Nun ist natürlich die Frage, wie komme ich zur Messe? Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Sonst ist man natürlich zum Standort gefahren und hat dann sein PKW geparkt oder ist mit Fahrrad vorgefahren, um auf der Diepholzer Berufsmesse teilzunehmen. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt haben wir die Möglichkeiten, direkt vom Sofa, vom Schreibtisch aus oder meinetwegen auch im Park, auf der Parkbank, die virtuelle Messe zu besuchen. Egal wo Sie sind, Sie müssen sich einfach nur unter www.virtuelle-berufsmesse.com einloggen. Wenn Sie die Messehalle sehen, dann haben Sie die Möglichkeiten, mit einem einfachen Mausklick auf die Eingangstür zu gehen. Dadurch kommen Sie dann weiter in den Bereich der Messelobby. Wenn Sie die Messehalle betreten, bekommen Sie eine Gesamtübersicht von der gesamten Messehalle, wo die einzelnen Logos der Firmen abgelichtet sind. Sobald Sie auf das einzelne Logo klicken, kommen Sie direkt auf den Messestand der Firma. Auf dem Unternehmen haben Sie mit einfachen Mausklicks die Möglichkeiten, schnell an Informationen zu kommen. Welche Informationen erhalten Sie auf dem Messestand? Sie haben die Möglichkeiten von Videos bis hin zu PDFs, natürlich auch die Bereiche, was ausgebildet wird, welche Jobs neu gesucht werden, bis hin sogar zu Chatfunktionen mit den einzelnen Mitarbeitern, die im Live-Bereich immer für Sie zur Verfügung stehen würden. Von dem Chat-Bereich hat man auch die Möglichkeiten, ein direktes Videogespräch mit den Mitarbeitern vor Ort zu führen. In dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit als Besucher direkt mit dem Unternehmen, mit einem Mitarbeiter zu kommunizieren, sei es über eine Chatfunktion oder über sogar Videotelefonie. Wie Sie sehen, haben wir eine super Plattform geschaffen mit der virtuellen Berufsmesse. Wir möchten Sie als Besucher recht herzlich willkommen heißen. Vom 6. bis zum 18. Juli sind wir im 24-Stunden-Betrieb für Sie da. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Messe zu besuchen. Auch Unternehmen haben noch die Möglichkeiten, sich bis zum 15. Juni bei uns zu melden und an der Messe dran teilzunehmen. Sichert euch jetzt schon die Chance auf fantastische Gewinne und meldet euch an zur 21. Diepholzer Berufsmesse unter www.virtuelle-berufsmesse.com. Hey, registriere dich jetzt unter www.virtuelle-berufsmesse.com. Nimm an der Messerallye teil und gewinn tolle Preise, zum Beispiel Apple AirPods. Wir freuen uns auf dich!